Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gestern war ja der GP-Livestream. Leider konnte ich den nicht streamen, weil mein Internet komplett ausgefallen ist. Aber wir gehen natürlich trotzdem auf die Charaktere ein, ist ja klar. Es wäre cooler gewesen, wenn wir wirklich zusammen auch in dem Stream die Charaktere gesehen hätten, das Live-Reveal und sowas. Kann man nichts machen, das nächste Mal auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall meinen WLAN-Anbieter wechseln. Aber ja, ihr seht schon mal die vier Charaktere. Albedo, 1, Schalthier und Kok. Wir haben ja gesagt, wir nennen ihn ab jetzt Kok. Und ey, ich habe mir die Charaktere angeschaut. Ich muss ehrlich sagen, Grand Cross ist back, Alter. Also mit diesem Collab haben die Loki, es sieht schon mal besser aus als Mushoku Tensei und Attack on Titan zusammen. Loki, der beste Banner, also beste Banner in dem Sinne, ja, bestes Event meine ich, von 2023. Wenn man Purgatory Melee hat, der war ja New Year's. Ich würde sagen, Purgatory Melee und, wer heißt der, und Demon King fand ich beide sehr cool. Ragnarök Festival darf man nicht vergessen, ist auf dem soliden dritten Platz, aber Overlord ist auf soliden Nummer 2 bei dem Ranking für 2023 bei mir dabei. Also muss ich ehrlich sagen, Overlord Collab fühle ich richtig, obwohl ich den Anime nicht mal geschaut habe. Obwohl ich den Anime nicht mal geschaut habe, Attack on Titan habe ich geschaut, ich liebe diesen Anime. Und ich finde Overlord Collab aber schon mal besser, obwohl ich nicht geschaut habe. Und das müsste ich mal geben. Aber natürlich gehen wir jetzt auf die Charaktere ein, ist ja klar, das sind die vier Charaktere. Ihr seht hier schon ein bisschen angeteased. Ich will euch noch kurz aber den Banner zeigen, bevor wir auf die Charaktere eingehen tatsächlich. Der Banner, muss ich ehrlich sagen, dafür, dass es ein Collab-Banner ist, ist er nicht mal so schlecht. Wir haben natürlich den vier neuen Charaktere, 1, Albedo, Schalthier und Kok. Dafür noch Green Sadel, Red Tamil, absolut in Ordnung, Green Ludo, der neue, Nanashi, oben die Reihe, natürlich darunter kann ich schon sagen, Cap, Trash, aber oben die Reihe, echt, echt gut. Und für Leute, die vielleicht wirklich den Excalibur 8066 haben, auch noch in Ordnung. Aber oben die Reihe zum Haben ist in Ordnung. Vor allem die beiden, Nanashi und Tamil, sind echt, echt gut. Den brauchst du nicht unbedingt, den brauchst du auch nicht unbedingt, aber es sind auch gute Zusätze zu deinem Account. Sonst halt boxen sie mehr nicht. Aber echt, eigentlich finde ich den Banner relativ in Ordnung. Ist halt viel Crash drin, aber das kennen wir ja nicht anders von Collab-Banner. Aber dass Red Tamil drin ist und Nanashi, finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Nanashi noch einer der overpowered Backlines. Dann natürlich 600 Banner, ist ja klar, bei 300 bekommen wir eine garantierte Esse, bei 600 können wir einen von diesen vier neuen Charakteren aussuchen. Aber am besten einen von diesen drei, weil Kok ist der Free-Charakter, darauf gehen wir dann nachher nochmal ein. Und ja, ich kann euch schon mal ein bisschen anteasen, wir bekommen ungefähr 30 Free-Tickets und ja, drei Multis for Free, ein paar Gems bekommen wir. Easy. Lasst jetzt auf die Charaktere eingehen auf jeden Fall. Wir gehen zuerst mal auf 1 ein, würde ich sagen. 1 ist... Also ich habe mir den durchgelesen, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich von dem halte, weil auf Text hört er sich echt, echt gut an, aber ich kann mir auch denken, dass wenn du ihn spielst, dass es ein bisschen zu lange dauert, aber natürlich wollen wir darauf eingehen, dass ihr auch checkt, was ich meine. Für jeden Unknown Race, der im Battle ist, werden 1 Basic Stats um 10% erhöht. Das ist schon mal gut. 3 gegen 3, 30% Basic Stats auf 1 drauf. Dann, wenn ein Ally von Unknown Race ein Skill benutzt auf einen Gegner, dann wird der Gegner Mark of Death bekommen. Das ist so ein Grey Debuff, den 1 gibt. Mark of Death ist einfach, dass Dinger weniger Damage macht. Der macht einfach weniger Damage, also der Gegner macht dann dir weniger, deinen Teammates weniger Damage. Ich glaube, der macht weniger Damage von dem Ulti angelehnt. Ich glaube, 1 bis 3 sind 4% weniger Damage und 4 bis 6 sind, glaube ich, 7% weniger Damage. Weil, also dieses Mark of Death ist mit Ulti bedingt. Also wenn du 4-6 hast, dann glaube ich 7%, wenn du 3-6 hast, dann 4%, glaube ich. Irgendwie so war das, ich kann mich nicht genau erinnern. Und das ist schon echt, echt gut. Dann auch noch im PvP, wenn du jetzt Damage machst zu einem Enemy, der 4 Marks of Death drauf hat, dann wirst du einen Death Sentence Effekt auf dir drauf bekommen. So habe ich es jetzt gelesen. You will given a Death Sentence Effect that will be activated after one turn. Death Sentence Effect heißt für mich eigentlich, dass der stirbt. Deswegen denke ich mal eher auf den Gegner drauf, aber wir müssen halt nochmal gucken. Hier steht es ja noch. Genau, depending on special move level can be stacked 4 times. Das ist dieses Mark of Death, was ich hier gesagt habe. Dann Death Sentence. Additional damage equal to 100% of the remaining HP at the end of the turn. Also wenn ein Gegner Death Sentence hat, dann stirbt der garantiert nach einem Turn. Weil es steht ja, additional damage equal to 100%. 100 ist ja komplett, alles. Also du kannst 50% HP haben, aber additional HP, die übrig gebliebenen, 100% von den übrig gebliebenen HP werden gerippt. Also stirbst garantiert Death Sentence. Das ist also so von dem Text her, wenn ich es nicht verstanden habe, hört es sich echt, echt gut an. Aber wie gesagt, wenn du es real, real spielst, könnte das ein bisschen schwierig werden. Also vielleicht dauert es ein bisschen zu lange, um aufzustecken. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich glaube nicht, dass er
ein Attacker ist. Ich glaube, er ist ein Supporter. Er ist ein Supporter, weil dieses Dinger, wie heißt es, dieses Mark of Death, kann jeder anderen machen. Und dann, jetzt kommen wir zu dem Dinger, zu dem Holy Relic. Sacred Item Stats of 1, Well Gone. For each Debuff, also für jeden Debuff, der auf den Gegner drauf gemacht ist, werden die Basic Stats von den Allies um 3% erhöht. Bis zu 5 Mal. Also bis zu 15 Mal Prozent Basic Stats. Das hört sich echt, echt cool an. Deswegen sage ich, ihr solltet den 1 nicht als Attacker sehen, also wirklich als Damage-Dealer wie zum Beispiel Demon King oder sowas oder wie Perk-Tournament, sondern eher als Supporter, würde ich sagen. Er ist ein ziemlich guter Supporter. Ich würde ihn nicht als Attacker sehen, da müsst ihr aufpassen. Ziemlich sehr, sehr nicer Supporter für Unknown Race, muss man einfach sagen. Natürlich gehen wir noch auf seine Attacken ein, ist ja klar. Er macht ganz normale Single-Target-Attack. 500% Attack auf ein Single, auf ein Enemy, Single Target natürlich. Und dann 40% für jeden Death, Mark of Death, den der Gegner drauf hat. 40% mehr Schaden. Bockt sich. Wenn du drei Dinger hast, wenn du drei Mark of Deaths auf den Gegner drauf hast und ein Single Target auf ihn drauf machst, 120% mehr Schaden. Ist schon sehr, sehr geil. Ist schon sehr, sehr geil. Dann die nächste Karte ist eine AoE. Das ist eine Debuff AoE, die Reduce Attack Related Abilities, also Attack Related Karten, zum Beispiel, sagen wir, das da macht jetzt ein bisschen weniger Schaden, dann einfach um 20% weniger Schaden für 3 Turns. Also durch seine, wie heißt es, durch seine Passive, also durch seine Mark of Deaths, weniger Schaden machen die. Und dann noch, wenn du den Debuff auf die Gegner drauf bekommst, machen die nochmal weniger Schaden. Das schmeckt schon sehr, sehr. Seine Ulti ist etwas größer, aber auch nichts Besonderes. Einfach Damage equal to 975%. Das ist ganz entspannt, einfach 950% Attack Power auf den Enemy drauf. Single Target darf man nicht vergessen, genau. Und der zweite Part dieser Passive, dieser Dinger Ulti Passive ist eigentlich das, was hier in der Passive steht. Hier Additional Damage depending on Special Move Level can be stacked 4 times und sowas. Das ist einfach nur im PvP Battle halt Dinger equal to dein Ult Level halt bekommst du noch mehr und mehr, bekommen die Gegner mehr und mehr Damage Reduction drauf. Deswegen Attack Reduction, sagen wir mal so, genau. Und ja, also wie gesagt, er hört sich sehr, sehr stark nach einem Support Charakter an. Ich würde ihn nicht als Dinger Attacker sehen. Ich würde ihn eher als Support Charakter ansehen, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir zu dem Free-Charakter, Kok. Wir nennen den ja Kok, weil ich finde es einfach lustig. Ich glaube, Real heißt der Koiktus oder sowas. Genau, aber wir nennen den Kok. Auf jeden Fall, er ist der Free-Charakter, deswegen dürft ihr da nicht so viel erwarten. Aber ich finde tatsächlich nicht mal so schlecht. Ich habe ein paar schon gelesen, die gesagt haben, der ist echt trash als Free-Charakter. Aber vergesst nicht, er ist ein Free-Charakter noch immer. Ich weiß, ich vergleiche gerne mit Kizuna. Kizuna ist broken. Kizuna ist einer der besten PvE-Units noch immer. Das ist vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr rausgekommen. Aber ich finde nicht, dass ihr die vergleichen könnt. Deswegen chillt mal ein bisschen, Free-Charaktere sind Free-Charaktere, macht nicht Auge auf Kok, mein Bro. Auf jeden Fall, seine Passive ist, wenn du ein Skill benutzt zu einem Enemy, also PvE-Only-Passive, darf man nicht vergessen, und Holy Relic PvE-Only, wenn du ein Skill benutzt zu einem Gegner und ihn halt dann Damage machst, alle Debuff-Effekte werden von allen Allies weggemacht und für jeden Dinger, für jeden removeden Debuff, also für den entfernten Debuff, werden deine HP um 8% increased. Also 3 removed Debuffs werden dann HP um wie genau 24% Dinger erhöht. 24% HP increase, wenn 3 Debuff removed werden. Für 3 Turns dann diesen HP increase. Und es geht auch nur bis 5 Mal, also maximal 40% HP increase kannst du bekommen durch Kok, durch deine Passive. Finde ich interessant. Was man damit alles machen kann, ist jetzt eine andere Frage, weil du hast halt viele Debuffs auf dich drauf und dann kannst du, wenn du einmal attackierst mit Kok, kannst du alle Debuffs wegmachen oder halt einige, doch alle Debuffs wegmachen, genau. Du machst alle Debuffs weg und dann für den maximalen Debuff-Stand bekommst du dann maximal 40% HP-Increase auf alle deine Mates drauf. Das ist echt, echt nice. Sein Holy Relic ist auch relativ geil. Wenn Dinger Kok einen Skill benutzt im PvE, dann gibt er allen Allies 10% Increase von allen Stats für 2 Turns. Und da steht nicht drauf, ihr dürft nicht vergessen, when you use a skill in PvE, give your allies a 10% increase in all stats for 2 turns. Was nicht vergessen dürft, da steht nicht up to 5 times oder so, sondern bis jetzt, ich sehe hier natürlich nichts, up to 5 times und sowas. Nein, 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 das könnt ihr anscheinend so oft genug machen, wie ihr wollt. Wenn ihr 3-mal in einem Turn attackiert, dann könnt ihr 30% all stats auf den Gegner drauf machen. Wenn ihr nächsten Turn nochmal 2%, 2-mal attackiert, dann macht ihr nochmal 20% all stats increase auf eure Mates drauf. Hört sich schon krass an. Natürlich gibt es das Safe Limiter. Ich weiß, nur hier sehe ich den nicht. Vielleicht gibt es wirklich keinen Limiter. Dann hört es sich nochmal viel, viel besser an. Kann man bestimmt gut mit ihm spielen in Dinger, in Raids und sowas. Muss man gucken, wie man es macht. Aber ich finde eigentlich relativ in Ordnung, dass der Free-Charakter wird. Sage ich ehrlich.
Dann natürlich noch seine Skills, ist ja klar. Da muss ich sagen, nichts krass Besonderes. Ich finde es cool, dass er Dinger Explosive Damage hat und Amplify hat. Das finde ich relativ cool, aber ja. Beide Single Targets, Amplify und Explosive Damage Single Targets. Nichts Besonderes. Da einfach für jeden Buff-Effekt, der auf dich drauf ist, machst du 30% mehr Schaden. Und Dinger für jede Ulti, Ultimate Gauge, den der Gegner drauf hat, machst du 20% mehr Schaden bei der zweiten Attack. Ulti auch nichts Krasses. Für 3 Turns werden deine Basic Stats um 50% erhöht. Und dann machst du 525% von deinem Attack-Stat auf die Gegner drauf. Nichts Besonderes, aber kann man halt mitnehmen. Wie gesagt, ist der Free-Charakter und ich würde mich da einfach gar nicht beschweren. Ich glaube, man kann ihm echt gut spielen. Und für Leute, die zum Beispiel jetzt vor 2 Monaten angefangen haben, die haben noch nicht den besten Account, ein Free-Charakter kann man, so denke ich es immer. Leute, die vielleicht seit Release spielen und halt schon sehr viele andere Charaktere haben, die den easy ersetzen können, okay. Aber Leute, die jetzt erst Spiel anfangen oder angefangen haben, die nicht so krass gelevelt und vielleicht nicht Demon Rage schon schaffen, so krank, mit so einer Free Unit wie Kizuna oder ihm hier, können die das easy schaffen. So, wisst ihr, was ich meine? Die können schwerere Activities easy schaffen. Das ist meine Meinung dazu. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr von Kok haltet, von dem Free-Charakter. Also, ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr in Ordnung. Schalt hier ist die nächste, auf die wir eingehen. Und die hat eine sehr, sehr große Passive. Aber habt ihr Albedos Passive noch nicht gesehen? Albedos Passive ist auch richtig big. Auf jeden Fall. Bei Schalke muss ich ehrlich sagen, Schalke hört sich sehr, sehr interessant an. Also wenn ich es ranken müsste, kann ich euch ja schon mal jetzt sagen. Albedo oben, dann Schalke, dann 1 und dann Kok vielleicht, genau. 1 und Schalke kann man vielleicht noch switchen. Ich habe sie noch nicht gespielt, deswegen weiß ich es nicht genau. Und werde ich sie überhaupt spielen? Keine Ahnung. Werde ich sie ziehen? Das ist die andere Frage. Aber bis jetzt sieht es echt gut aus von den Charakteren her. Und deswegen, ja, auf jeden Fall, ich erkläre euch gleich warum. Für jeden Ally der anderen Race, wie der anderen Race Support, participating in Battle, werden deine Basic Stats um 7% increased, also wieder 21% Basic Stats bei 3 Unknown Race Allies. Dann, wenn du wenn du ein Enemy Damage machst oder dein Ally bekommt Damage in einem Enemy Turn, wirst du, also Schalt hier, ein 7% HP Related Stat Ability increased bekommen, aber den ersten von maximalen 3. Und sobald dieser Effekt bei 3 angekommen ist, dann wird der weggemacht, also in deinem Turn dann erst, also im Gegner-Turn, wenn es bei 3 gekommen ist, dann entspannt noch. Wenn er aber in deinem Turn bei 3 dann ist, dann wird er entfernt an deinem Anfang von deinem Turn und dann bekommst du einen Frenzy-Effekt. Und dieser Frenzy-Effekt macht Attack-Rated Stats, Attack-Rated Abilities um 50% mehr erhöhen und Defense-Rated Abilities minus 30%. Also, sie so verkauft sozusagen ihre Verteidigung, um noch mehr Damage rauszusammeln. Und das finde ich interessant, das finde ich sehr, sehr interessant. Also, die geht richtig auf Ganze. Sobald du halt dein Spiel-Dinger-Buff hast, die 3 dann die maximalen, also 21% dann hast, und es weggeht an deinem Turn, bekommst du komplett 50% Attack-Related-Stat drauf, aber dafür halt 30% weniger Defense hast du. Finde ich sehr, sehr interessant. Müssen gucken, wie es sich wirklich auf den Damage auswirkt. Und dann, wenn du Dinger-Damage machst, mit einem All-Attack-Skill, also einer AoE, dann wird ein Bleeding-Effekt auf alle Gegner drauf gemacht. Für 2 Turns. Und Bleeding Effekt auf alle Gegner ist sehr, sehr interessant, weil die AoE ist auch Infekt, darauf gehen wir natürlich gleich auch ein. Und jetzt kommt noch mehr. Dann, wenn dieses Frenzy Effekt gecancelt wird, dann bekommst du 40% auf deiner Maximum HP wieder back. Also, du verkaufst deine Abilities, verkaufst deine Defense-Related Stats, aber bekommst dann am Ende nochmal 40% von deinem Maximum HP dazu. Hört schon sehr, sehr nice an. Hört schon sehr, sehr nice an. Oder halt, ich kann es gerade nicht genau sagen, oder es hat, wenn dein 7% HP Stat Increase gecancelt wird. Das kann natürlich auch sein, das kann man gerade nicht genau rauslesen. Das müssen wir dann gucken. Dann, die Holy Relic ist 30% of the Damage, das du machst beim Gegner. Also, alle haben ja Bleeding Effekt und 30% von dem Damage, den du bei den Gegnern mit Bleeding Effekt machst, werden HP von den Allies, von allen Allies recovered. Das ist schon sehr nice. Also einfach alle Allies bekommen dann dieses 30% Damage, die du auf einen Bleeding Effekt Gegner drauf machst, bekommen die einfach wieder zurück. Das ist schon sehr, sehr nice. Also, Schalte würde ich auch sagen, eher Supporter, aber die geht schon mehr in die Richtung Damage Dealer, weil die ist in den ersten paar Turns eher ein Supporter. Sobald sie ihren Attack Buff bekommt oder auch in der Ulti, seht ihr das gleich, schaltet sie komplett um in den Attacker und macht, glaube ich, bodenlosen Damage. Und das finde ich sehr interessant, weil am Anfang bist du am Verteidigen, Verteidigen, Verteidigen und dann boom, bodenlosen Damage.
Finde ich sehr cool, kann sehr geil werden, muss man gucken, aber kann auch sehr in die Hose gehen, wenn die es falsch gemacht haben, wie es wirklich im Game funktioniert. Und natürlich wissen wir es nicht, wie gegen eine andere Meta dann kämpft. Müssen wir nochmal gucken. Aber ja. Dann natürlich gehen wir auf die Stats ein, auf die Skills ein. Deals Explosion Damage equal to 450%, also ganz normal 450% Attack auf die Gegner. Single Target dürfen wir nicht vergessen. Aber jetzt dieses Explosion oder wie auch immer das heißt, wird dann Dinger. Es macht dann mehr Damage gegen Gegner mit Bleeding-Effekt. Das ist das Interessante. Gegen Gegner mit Bleeding-Effekt. Und dann hast du ein Skill darunter, direkt ein Infect, eine Infect-AoE, die einfach alle Healings healt. Das ist echt, echt nice. Also Infect-AoE bei Call-Up-Charakteren liebe ich. Rimuru sage ich nur, Rimuru. Rimuru war echt gut mit seinem Infect. Rimuru war echt gut. Merlin könnte sie natürlich ein bisschen aufhalten, die Halloween-Merlin, aber sie wird nicht so oft gespielt, muss man einfach sagen, leider. Ich liebe Merlin noch immer. Leider habe ich es nicht gezogen, aber ich sammle auch nicht mehr. Habe, glaube ich, wieder 150 Gems oder 200 Gems angespart. Aber ja, kann man nichts machen. Dann jetzt die Ulti ist echt, echt frech. Die Ulti ist echt frech. Für 2 Turns bekommst du einen 30% Increase von allen Stats und machst dann Damage um 600% auf allen Enemies. Das schmeckt schon mal. Also AoE Ultimate. Aber dann bekommst du nochmal 50% von diesem Schaden zurück. Also du absorbst sozusagen den Damage, den du gemacht hast, aber nur 50% von diesem Damage, den du gemacht hast. Also die Hälfte. Wenn du Gegner komplett one-shottest, die haben alle Full HP, du tust sie alle one-shotten, dann hast du Hälfte HP. Nehme ich mal an, dass du es so machst. Ist interessant, dass sie sich so gewählt haben. Wahrscheinlich, falls es die letzte ist und ihre Ulti ist am Boden zu stark, die tötet aber den Gegner nicht, dass du dann stirbst trotzdem. Es kann so sein, dass die das so machen. Man muss gucken, wie das sich wirklich auswirkt. Das sage ich sehr oft bei Schalte gerade. Aber man muss wirklich gucken, weil die ist auch ein sehr schwieriger Charakter, den man so von den Text nur erkennen kann, was sie wirklich macht. Man muss gucken, wie sie sich wirklich spielen lässt und wie die Ulti da im Endeffekt wirklich ist. Ja, vielleicht sieht es mit 50% hört es sich nur Dinger echt viel an, aber im Endeffekt ist es vielleicht nicht viel. So wisst ihr, was ich meine? Deswegen, da muss man noch mal ein bisschen differenzieren. Und natürlich das Beste ist schon am Schluss. Meiner Meinung nach die geil, ich meine die Beste von diesem Collab hier. Und ja, das ist natürlich Albedo, muss man ja natürlich sagen. Ja, guckt sie euch an. Also, majestätischer kann man nicht sein. Also, ich brauche nicht voll zu capen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber wir wollen natürlich hier auf die Passive drauf eingehen. Also wirklich, sie ist echt, echt gut. Also, meiner Meinung nach, wie gesagt, die beste Unit von dem ganzen Collab. Am Anfang des Battles, also am Anfang des ganzen PvP-Matches oder egal welchen Matches, bekommst du direkt ein Stance drauf. Ein Taunt, direkt Stance drauf. Auf diesen Stance gehen wir nachher ein, den kann ich nachher nochmal genauer erläutern. Und diesen Stance hast du dann für einen Turn am Anfang des Battles. Und wenn du in einem Stance bist, bekommst du Basic Stats, 20% Basic Stats Increase. Und wenn du dann Damage bekommst in dem Enemy Turn, dann bekommst du ein HP, Attack Rate Stat Increase um 10% für 3 Turns bis zu 5 Mal. Also du kannst in der Theorie 50% Attack Increase haben. Und der Stance ist nicht relativ normal, sondern der Stance ist ein Counter-Stance. Deswegen machst du mit diesen 50% Attack Rate Stats nochmal so Bonus-Schaden. Also wenn du diese 50% dann erreichst, nochmal so Bonus-Schaden. Aber dann, wenn du kein Damage bekommst, jetzt kommt es. Wenn du Damage bekommst, bekommst du diesen 10% für 3 Turns bis zu 5 Mal. Und wenn du nicht Damage bekommst, am Anfang deines Turns, bekommen alle Ally ein 40% Increase in Damage Received. Also, du bekommst dann 40% mehr Damage für einen Turn. Was sehr frech ist. Also, du attackst die Albedo, du bekommst Dinger, sie bekommt einen Attack Related Stats Increase. Du attackst nicht Albedo, im nächsten Turn dann, also in den Albedo-Turn, bekommst du 40% mehr Schaden. Das ist sehr, sehr frech. Das ist sehr, sehr frech von Albedo. Muss ich ehrlich sagen, aber hört sich echt gut an. Dann, wenn dein Stance gecancelt oder released wird, wie auch immer, bekommst du einen 20% Attack-Rate-Stats-Increase-Effekt auf Albedo natürlich drauf. Nein, mein Fehler, wenn der Stance-Dinger weg ist, dann bekommen alle Unknown-Allies 2 Turns diesen 20% Attack-Rate-Stats drauf. Sorry, mein Fehler. Und für jeden anderen Ally, der im Battle ist, bekommst du 7% Basic Stats nochmal drauf. Also sehr viel mit Basic Stats rumgespielt und sowas. Aber vor allem, wenn dein Stance einfach gecancelt wird oder es fertig gereleased wird und sowas, dann bekommst du 20% Attack Rate Stats drauf und alle von deinen Mates, von deinen anderen Mates, bekommen auch diese 20% Attack Rate Stats drauf. Und dazu noch 7% Basic Stats für jeden anderen Ally, der dabei ist. Der schmeckt schon. Dann Absolute Defense, es ist das obere. Provoked Enemy und minus 50% Damage, den Albedo bekommt. Also die Taunted, der kann keinen anderen attackieren. Und minus 50% den Albedo bekommt. Dann das Holy Relic, Holy Object True Nothingless, die sieht man auch in jeder Hand hier. Für jeden Buff, der auf Albedo drauf ist, bekommst du 8% weniger Damage bis zu 5 Mal. Also sie ist ein Tank-Gott,
aber auch ein bonuser Supporter Damage Boss. Also sie kann Bonus Damage machen, aber sie ist eher ein Taunter und auch ein Supporter eher. Aber wie gesagt, von allen Charakteren in diesem Overlord Club auf jeden Fall die beste. Natürlich gehen wir jetzt noch auf Skills an, das darf ich nicht vergessen. Natürlich, die Skills sehen auch noch bonus aus. Und hier natürlich haben wir dieses Untouchable, auch ein Counter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Untouchable was anderes als dieses Absolute Defense, kann ich mir schon vorstellen, weil Absolute Defense ist Taunten und minus 50% Damage, den du bekommst. Und Untouchable ist nochmal ein bisschen was anderes. Untouchable ist noch ein bisschen was anderes. Aber wir gehen erstmal auf die andere ein. Deals Damage, also macht Damage um 450% von deinem Attack, Rated Stats. Und auf, also Single-Target natürlich. Und bekommt ein 80% Damage Reduction auf Albedo drauf. Für zwei Turns. 80% Damage auf Level 3 natürlich. 80% Damage Reduction auf Albedo drauf für zwei Turns. Und mit einem Taunt dann noch verbunden. Du bekommst kein Damage. Du bekommst literally kein Damage. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Dann natürlich der Untouchable. Der König hier natürlich übernehmen wir. Boah, das ist auch zu Bonus aus. Auf jeden Fall der König hier, über den wir die ganze Zeit reden. Für zwei Turns, also Level 3 natürlich, für zwei Turns machst du einen Stance und tust taunten, also der Gegner kann nur dich attackieren. Und wenn du attackiert wirst, machst du einen Counter-Attack, machst Amplify Damage auf den Gegner drauf, bis zu 400, Dinger von 450% von deinem Angriff-Power. Und Amplification ist einfach Increased Damage Dealt, also du machst mehr Schaden, je mehr Buffs du drauf hast. Also für jeden, also 30% mehr für jeden Buff, den du drauf hast. Hast du vier Buffs drauf, dann machst du 120% mehr Schaden mit dem Counter. Das ist schon echt, echt bodenlos. Es ist echt schon bodenlos. Aber ich tu wieder abschweifen. Das Outfit, er schaut es euch mal an. Holy cow, Digga. Holy cow, Digga. Also wirklich, Digga. Auf jeden Fall. Dann noch die Ultimate. Die Ultimate auch echt bodenlos. Für zwei Turns bekommst du ein 50% Crit Hit Chance und 130% Critical Damage Increase und machst Domination Damage auf allen Enemies von 500% auf your attack. Aber das 500% auf your attack zuckt uns nicht, weil du machst 50, du hast, bekommst eine Erhöhung von 50% Critical Hit Chance und von 130% Critical Damage Increase bekommst du. Und dann Domination Damage 50% für jeden Stance Effekt, der auf dir drauf ist. Nochmal auf den Gegner drauf. Und schon Bonus, vor allem weil es eine AoE ist, vor allem weil es eine AoE Ultimate ist. Also wirklich, also was sie mit Albedo gemacht haben, ist crazy. Vor allem, ich habe niemals erwartet, dass sie ein Taunt-Charakter wird. Ich habe niemals erwartet, aber sie wird mir sehr, sehr viel Spaß machen. Sie wird mir sehr, sehr viel Spaß machen. Also wirklich. Und auch bestimmt mein Lieblingscharakter von dem ganzen Collab. Ich sag ehrlich, Albedo 1, Schalttier 2, Koiktus 3, würde ich sagen, Koiktus 4, würde ich sagen, und 1 ist die 3. So würde ich die ranken. Schreibt mir natürlich nochmal in die Kommentare, ob ihr es haben werdet. Und wenn ihr es haben werdet, für wen der Charaktere, die ich heute euch geshowcased habe, ihr wirklich haben wollt, weil die sehr, sehr interessant sich anhören. Aber ich denke, man kann zum Beispiel 1, Schalttier und Albedo richtig gut in einem Team spielen. Das wird ein richtig bonus gutes Team. Das war's.